Hey, heute lernen wir, was die Toolbar in Roblox Studio ist. Und dafür gehen wir direkt in Roblox Studio rein. Und was ist die Toolbar? Die Toolbar ist der Bereich hier oben. In Roblox Studio könnt ihr sehr viele Fenster einfach nehmen und woanders hinschieben, schließen und öffnen. Aber eine Sache ist immer da, und zwar hier oben, die Toolbar. Die Toolbar ist unterteilt in verschiedene Bereiche, in Home, Model, Avatar, Test, View und Plugins. Für jeden Bereich werde ich nochmal ein extra Video machen, in dem ich ausführlich darauf eingehe, was hier drin zu sehen ist. Wir gehen erstmal auf Home. Und falls ihr diese ganzen Bereiche unten drunter nicht seht, dann kann es sein, dass eure Toolbar collapsed ist. Das passiert, wenn ihr einen Doppelklick auf einen dieser Auswahlpunkte hier oben macht. Dann wird die Toolbar klein und ihr seht automatisch mehr. Wenn ihr dann noch einmal auf so einen Bereich raufklickt, dann kommt er kurz auf. Ihr könnt dann was auswählen, wie zum Beispiel das hier. Dann klickt ihr wieder in Roblox Studio rein und die Toolbar ist wieder weg. Das ist ganz cool für Leute, die halt gerne mehr sehen wollen. Bedeutet aber auch, dass wenn ihr viel mit der Toolbar arbeitet, dass ihr dann immer diesen doppelten Klick habt, um was auszuwählen. Dementsprechend, wenn ihr wollt, dass die Toolbar immer angezeigt wird, macht ihr einfach wieder einen Doppelklick auf eine dieser Sachen und dann ist sie fest. In der Toolbar gibt es oben nicht nur diese verschiedenen Tabs. Es gibt auch hier noch Schnellauswahl-Symbole. Ganz oben links natürlich immer File. Kennt man ja aus jedem Programm, dass oben links immer File ist. Da könnt ihr dann auswählen, neue Datei erstellen, eine Datei öffnen, weil ein Roblox-Spiel kann man auch als eine RBLX-Datei speichern und dementsprechend diese Datei auch wieder öffnen. Ihr könnt auch Open von Roblox Studio müsste dann eigentlich stehen. Kriegen wir, glaube ich, nicht wirklich angezeigt. Wenn ihr darauf geht, dann öffnet sich eine weitere Roblox Studio Instanz, wo ihr dann halt auswählen könnt, was ihr haben möchtet. Also damit öffnet ihr einfach ein weiteres Roblox Studio Fenster. Ihr könnt Close Place machen, damit wird dieser Place geschlossen. Und ich lande in Recent drin. Interessant. Ich gehe dann wieder auf My Games und dann auf Place 1. Und dann gibt es noch Save to File. Also einfach dieses Spiel als Datei abspeichern. Dann könnt ihr hier raufgehen und dann einfach hier zum Beispiel Place 1 speichern. Und hier steht, das wird dann als RBXL Datei gespeichert. Das ist einfach das Roblox Spiel in Binär. Save to File As. Ist dann relativ Wand, kennt ihr aus anderen Programmen schon. Falls ihr schon mal Save to File gemacht habt, wenn ihr dann als eine extra Datei abspeichern wollt, dann könnt ihr wieder den neuen Namen auswählen. Dann Save to Roblox. Damit wird dann euer Place einfach zu Roblox gespeichert. Wenn ihr das noch nicht gepublished habt, dann wird das bei euch aufploppen, dass ihr das Spiel auch mal speichern sollt. Ansonsten wird er hier einfach speichern sagen. Und falls ihr irgendwas geändert habt, wie zum Beispiel wir haben ein neues Part hinzugefügt, dann steht hier unten auch Save New Changes in Place 1 to Roblox. Wenn ihr aber nichts geändert habt, wird auch nichts passieren. Dann Save to Roblox S und dann könnt ihr wieder ein neues Roblox-Spiel erstellen oder ein altes Spiel überschreiben. Interessanter Punkt ist, ich kann hier auf Place 1 raufgehen und dann sagen, ich möchte nicht Place 1 speichern, sondern ich möchte Place 2 überschreiben. Und dann sieht Place 2 genauso aus wie Place 1, weil ich es halt überschrieben habe. Das ist dann relevant, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt dazu entschieden habt, dass Place 2 eigentlich euer Startplace sein soll, dann geht ihr in Place 2 rein, wählt dann aus Save As und dann überschreibt ihr Place 1. Dazu hatte ich neulich einen Kommentar. Also den Startplace kann man in Roblox nicht mehr ändern. Das liegt einfach daran, dass es zu viele Punkte gibt, von denen es aus geaccessed werden kann, während das Spiel öffentlich ist. Und dementsprechend müsst ihr halt wirklich damit leben, dass Place 1 euer Startplace in diesem Fall ist. Und falls ihr einen anderen Place als Startplace haben wollt, müsst ihr halt Place 1 überschreiben. Und so könntet ihr es überschreiben, weil wenn ich jetzt Place 1 auswähle, dann steht hier unten Override. Mache ich aber nicht. Dann gibt es noch Publish to Roblox und Publish to Roblox S. Der Unterschied zwischen Save und Publish ist, wenn ihr saved, wird es nur gespeichert. Wenn ihr es published, dann sind alle eure Änderungen öffentlich. Als kleines Beispiel gehen wir einmal auf die Roblox-Webseite. Gehe dann oben rechts auf mein Profil und hier auf die Schöpfungen. Bei den Schöpfungen seht ihr nur Roblox Studio Lernens Place und nicht unser Place 1. Das liegt daran, dass wir in den Game Settings noch nicht ausgewählt haben, dass das Spiel öffentlich ist. Deswegen stellen wir es jetzt einmal auf Öffentlich, dann auf Save und dann ist das Spiel auch schon öffentlich. Wenn ich die Seite jetzt neu lade, dann ist hier so ein Pfeil erschienen. Ich kann auf den Pfeil raufklicken und da ist Place 1. Falls das bei euch noch nicht der Fall ist, dann müsst ihr ein bisschen warten. Das dauert immer eine Weile, bis ein öffentliches Spiel bei euch in Roblox auch hinzugefügt wird. Was ihr machen könnt, um trotzdem darauf zuzugreifen, ist auf create.roblox.com zu gehen oder hier oben halt auf Erstellen zu gehen. Ich hoffe, dass man in Zukunft dann auch auf create.roblox.com geleitet wird, aber hier seht ihr dann auch Place 1. Geht dann auf das Zahnrad, dann auf Configure Experience und von hier aus könnt ihr einfach auf Back gehen und landet dann auf der Seite der Experience drauf oder über create.roblox.com, was ja dann in Zukunft diese Seite ersetzen wird. So, create.roblox.com, gehen wir einmal rauf, seht ihr dann bei euren Schöpfungen Place 1, hovert einmal hier über diese drei Punkte rüber und wählt dann aus Erlebnisinfos öffnen und dann springt ihr zu dem Spiel an sich. Und da könnt ihr dann einfach in euer Roblox-Spiel reingehen. Und mir fällt gerade ein, dass ich auf dieser virtuellen Maschine noch gar nicht Roblox installiert habe. Aber das ist auch vollkommen egal, das müssen wir gar nicht. Denn ihr wisst jetzt, wie ihr euer Spiel veröffentlicht, sodass es halt auch auf eurem Profil angezeigt wird. Und nochmal als
kleine Zusammenfassung. Um dafür zu sorgen, dass euer Roblox-Studio-Spiel öffentlich spielbar ist, müsst ihr es natürlich erstmal zu Roblox speichern. Dafür geht ihr auf File und dann Save to Roblox. Eventuell öffnet sich dann dieses Menü und ihr könnt Create New Game wählen und dann hier das Spiel einstellen. Wenn euer Spiel erstellt ist, dann könnt ihr auf die Game Settings gehen, dann auf Permissions und wählt bei Playability Public aus. Und als allerletztes müsst ihr noch auf File gehen und dann auf Publish to Roblox. Im Anschluss findet ihr das Spiel in eurem Roblox-Profil oder in der Roblox-Gruppe, in der ihr es veröffentlicht habt und müsst eventuell noch ein bisschen warten, bis es auf der Roblox-Seite aktualisiert hat. Gehen wir weiter durch File, weil neben Publish to Roblox und Publish to Roblox S gibt es noch Advanced. Und hier könnt ihr dann eure Autosaves öffnen, falls Roblox Studio abgeschmiert ist. Könnt ihr hier dann sehen, was ihr für Auto-Recovery-Files habt und könnt die dann vielleicht wiederherstellen. Ihr könnt Export as OBJ wählen, diesen ganzen Place scheinbar. Würde ich auf jeden Fall nicht machen, vor allem wenn ihr Terrain verwendet. Customize Shortcuts könnt ihr hier machen und dann seht ihr erstens alle eure Tastenkürzel, die es hier gibt und könnt sie anpassen. Und ihr könnt hier dann auch neue Tastenkürzel festlegen für andere Aktionen, die ihr häufiger verwendet. Ich bleibe natürlich bei den Standard-Tastenkombinationen, damit ich es euch am besten beibringen kann. Und hier könnt ihr eure Plugins managen. Zu Plugins mache ich noch ein weiteres Video und wir fahren fort mit den Game Settings. Das sind dieselben Game Settings wie hier, die kennen wir schon aus dem letzten Video. Dann die Studio Settings, die möchte ich auch noch in einem separaten Video behandeln. Ich kann ja schon mal grob sagen, hier könnt ihr Camera Speed, Pan Speed, Shift Speed und so einstellen, wie schnell hier eure Kamera im Studio halt bewegen könnt. Vielleicht macht es für mich sogar Sinn, das ein bisschen niedriger zu stellen. Und die Settings werden direkt übernommen, wenn ihr schließt. Und meistens werdet ihr darum gebeten, Roblox Studio zu restarten, damit die Settings übernommen werden. Dann klickt ihr einfach auf Restart und es startet sich neu. Naja, scheinbar hat das nichts gebracht, weil ich habe hier einen anderen Bug, der abgeht. Aber ich werde in der Reihe damit sicher noch zurechtkommen. Dann gibt es noch die Beta-Features und hier könnt ihr halt Beta-Features aktivieren. Ihr seht hier verschiedene Features, die teilweise bei euch sogar schon aktiviert sein sollten, manche auch nicht. Wenn ihr alle Beta-Features standardmäßig aktiviert haben wollt, dann könnt ihr Enroll in Beta-Channel wählen und dann werden alle neuen Beta-Features automatisch bei euch aktiviert. Ihr könnt es auch ausmachen, dann auswählen, was ihr haben wollt. Und am Ende geht ihr auf Save, damit die Beta-Features übernommen werden. Dann muss sich Roblox Studio wieder neu starten. Dann gibt es noch Online-Help, da kommt ihr dann zur Documentary-Page und About Roblox Studio, wie jedes Programm halt, ne? Neben File haben wir hier dann noch schnell für neue Datei, dann noch eine Taste zum schnellen Öffnen einer vorhandenen Datei, vorgängig, Playtesten, Test stoppen und rückgängig. Und diese Quick-Symbole hier, die könnt ihr anpassen, indem ihr auf das hier geht, Customize Quick Access Bar, und dann geht ihr hier unten auf Customize und könnt ihr richtig viele Optionen auswählen. Rechts seht ihr das, was ihr in eurer Access Bar sozusagen zum Angebot habt. Und da könnt ihr weitere Sachen reinpacken. Ich packe jetzt zum Beispiel mal gerne Device rein. Damit könnt ihr dann nämlich euer Spiel einfach mal über ein anderes Gerät anschauen. Dafür gab es früher hier oben ein Icon. Das hat Roblox hier jedoch entfernt. Deswegen packe ich es mir gerne in die Quick Access Bar, damit ich halt schnell darauf zugreifen kann. Und ansonsten packe ich hier auch gerne Icons von Plugins rein, die ich installiert habe. Ich habe aber keine Plugins in dieser Roblox Studio Instanz installiert. Dann könnt ihr Sachen ausschalten, weil ich werde niemals auf die Quick Icons für New oder für Quick Open oder für Redo oder für Undo klicken. Und dann haben wir halt nur die drei Sachen an. Ich klicke auf OK und dann wird das übernommen. Und jetzt haben wir hier Play, Stop und Device. Und wenn ich auf Device drücke, dann seht ihr jetzt Roblox Studio auf einem iPhone 7. Oder wenn wir hier raufklicken, schauen wir es uns an über ein iPad 2. Weil wenn wir hier raufklicken, können wir es uns auch angucken über einen Standard 16:9 Full HD Monitor. Und ihr seht, das ist dann ein bisschen größer manchmal als euer Fenster. Und dafür könnt ihr hier oben zwischen Physical Size, Actual Resolution oder Fit Window wählen. Und dann passt es halt in euer Fenster perfekt rein. Und hier könnt ihr dann den ganzen Spaß noch kalibrieren. Könnt ihr zum Beispiel so eine Schülerkarte oder eine normale Visitenkarte auf eurem Bildschirm halten. Dann sagen wir, okay, könnte ein bisschen kleiner. So, und dann würde es mit der Physical Size besser hinhauen, wenn das kalibriert ist. Und dann halt Physical Size wäre dann ungefähr das. Naja, aber wir machen das wieder aus, indem ich hier oben aufs X klicke. Und damit wäre schon mal alles Wichtige erklärt. Über die einzelnen Tabs, Home, Model, Avatar, Test, View und Plugins werde ich noch einzelne Videos machen. Das nächste Video wird sich wahrscheinlich um den View-Tab kümmern. Und falls ich noch irgendwas vergessen haben sollte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!